Und dann wurde er sauer. Oh nein, er bringt jetzt nicht alle um, oder? Er killt jetzt nicht alle, oder? Nein. Nein. Wir schauen uns heute mal die Story vom allerersten Hero Brian an. Es wird sehr interessant. Lasst wie immer ein Like da, lasst auch ein Abo da, damit ich weitere Minecraft-Animationen mir anschaue. My third day in Mandy's cave ends in failure again. Okay, Alex redet doch sie in ein Handy rein. Sie sagt, sie findet keine Diamanten. Und ist auf jeden Fall in der Mine unterwegs, Leute. Okay, wir sehen, da ist irgendwas. Oh mein Gott, da ist einfach mal Hero Brian. Hero Brian ist am Start. Das Handy liegt auf dem Boden. Das ist Alex. Das ist Alex. Hier war eine Explosion. So extra entrances were opened. Ein extra Eingang wurde geöffnet. Ich sehe eine Person vor mir stehen. Es könnte... Oh, und jetzt wird Alex einfach hochgehoben und runtergeschmissen auf den Boden. Wer bist du? Alter, ist das ein krasser Anfang hier. Ein Minenarbeiter. Hero Brian. Minenarbeiter. 1982 verschwunden. Ich weiß, wer du bist. Sagt Alex jetzt. Tell me. Sag mir, was ist damals passiert 1982? 40 Jahre zuvor. Bin ich in dieser Höhle eingesperrt worden. Wir haben dich versucht zu finden. Aber wir haben es nicht geschafft, dich zu finden. Was ist passiert, als du in die Mine gegangen bist, um nach Diamanten zu suchen? Oh mein Gott, er war ein ganz normaler Spieler. Wir sehen, der macht sich hier gerade was zu essen. Also er kocht was. Good morning, Warrior. Guten Morgen. Oh mein Gott, das ist einfach Papa Steve und Mama Steve. Er ist etwas angespannt, sagt die Mutter. I mean, you can refuse to go? I can't, son. The expedition could change our lives forever. Ah. The diamond deposits. Just imagine how things would be if we succeed. Der Vater muss quasi weggehen, weil er... Ja, weil er versprochen hat, dass er viele Diamanten findet in der Mine. Aber was ist, wenn das nicht klappt? Am Sonntag wird er mich verstehen, sagt der Vater. Oh mein Gott. Und dann ist alles anders gekommen anscheinend. Wir sehen, er hatte einen Minenhelm angezogen. Sieht ein bisschen aus wie Super Mario. Aber, oh mein Gott, er ist traurig. Wenn du... Wenn er nicht Goodbye sagt, also wenn er nicht Hallo sagt. Oh Gott. Alles, was ich mache, mache ich nur für euch, sagt er. Alter, was ist das für eine Story? Und er fängt an, fast zu weinen. Fährt weg mit dem Auto. Und das war wahrscheinlich das letzte Mal, dass er ihn gesehen hat. Boah, er ist am Weinen. Also, hast du alles riskiert, was du hattest? Leo, Hugh und ich. Die waren also mit mehreren Minenarbeitern unterwegs. You? Monster. Monster? Ah, sie wurden wahrscheinlich vom Monster überfallen. Das sind die also quasi gewesen damals, vor 40 Jahren. Also die besprechen schon, was sie kaufen für krasse Sachen. Ein mega fettes Haus, sagt einer. Und die lachen sich schon kaputt. Noch lachen sie. Wir werden definitiv hier lebendig herauskommen mit Taschen voll mit Diamanten, sagt er. Und da bauen die jetzt die ersten Erze ab. Oh Gott. Und anscheinend ist es dann einfach mal eingestürzt. Alter. Ja, wir sehen, die Mine ist einfach damals eingestürzt. Und sie rennen weg, weil die ganze Mine einstürzt. Oh nein. Ah, und sie wurden einfach von einem Cobblestone-Block getroffen. Da ist er. Papa Steve. Der Minenarbeiter ist unter einem Cobblestone-Block. Ah. Und die anderen auch. Ah, okay. Oh, und jetzt sind die da gefangen. Mit ein bisschen Milch in der Hand anscheinend. Also sie haben so Milchdosen, zumindest da eine Kuh drauf. Alter, how long will our food last?
Wie lange wird unser Essen ausreichen? We planned meals for 1.5 months. Für 1,5 Monate haben wir eingeplant. Cooper, can you elaborate on our diet so that we can stretch it out for 3 months? Ah, kannst du uns eine Diät ausrichten, damit wir länger überleben? Did everyone starve to death? Und was ist passiert, als ihr kein Essen mehr hattet, fragt jetzt Alex. Wie kannst du seit 40 Jahren leben? Lol, was ist das denn in der Hand? Ein Diamant? Lol, das ist eine... Nee, das sind Waffen. Das ist Blut. Was haben die gemacht? Hä? Die haben ihr Blut irgendwie in ein Feuer reingetan? Aber warum? Alle sind am Schlafen, außer Papa Steve. Nein, er hat sie jetzt nicht wirklich umgebracht, die anderen, oder? Hat er das wirklich gemacht? Er hat ein Foto von der Familie dabei. And if it doesn't happen, und was ist, wenn du nicht wieder zurückkommst? Was ist, wenn du stirbst? Er muss sich an die Sohn, an die Wörter vom Sohn erinnern. Sag ihm, ich habe ihn geliebt. Das hat er alles gesagt, der Frau. Das kannst du ihm selbst sagen, wenn du zurück bist. Und dann wird er sauer. Oh nein, er bringt jetzt nicht alle um, oder? Er killt jetzt nicht alle, oder? Nein. Nein. Er hat, glaube ich, wirklich alle anderen Minenarbeiter einfach umgebracht. Und hat sich dann von dem Essen... Oh mein Gott, er hat einfach die Arme gegessen. Und wurde so zu Herobrine. Oh Gott. Oh nein. Und er damit, das ist die Waffe. Ich wollte nur meine Familie wiedersehen. Aber nicht auf diesem Weg. Mit Herobrine. So wurde er zu Herobrine. Oh, das ist krass. Oh, er sieht ein Handy. Nein. Ich muss ihn töten. Ich muss sie töten. Was? Oh, er bringt Alex um. Herobrine ist einfach gemein. Und die Polizei trifft einfach ein. It's not a recorder. It's a cell phone. Was? Ach, sie sagt, dass es ein Handy ist. Und nach... Alter, das war ja keine gute Idee. Die Polizisten legen sich mit Herobrine an. Was macht er? Das ist einfach die Frau und der Sohn. Alter, die Frau ist mittlerweile eine Oma und der Sohn mittlerweile ausgewachsen. Alter, nein. Da geht einem irgendwie das Herz auf, Leute. Oh nein, die Polizei! Die Polizei hat ihn abgeschossen. Alles, was ich getan habe, war für dich. Alter, wie traurig. Wie traurig, Leute. Alter Schwede. Also, ihr habt gesehen, wie gesagt, das war die Story von Herobrine. Und ja, ihr könnt mal gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr gedacht hättet, dass das die Story war von Herobrine. Ich auf jeden Fall nicht. Lasst natürlich wie immer einen fetten Like da. Lasst auch ein Abo da. Ich muss sagen, das war echt super traurig.